Jo, und weiter geht's mit Mario Kart 8 Deluxe in den Cups. Ja, es geht zum Spezialcup, zum richtig Special Cup. Und wir nehmen heute mal einen Charakter, den es noch nicht neu gibt, weil wir haben ja jetzt schon 3 neue von 4, glaube ich. Oder von 5 besser gesagt. Weil wir haben ja noch die einzigen, die ja noch nicht neu sind. Also neu sind, sind König Buhu. Und halt das Inkling-Mädchen. Und deshalb würde ich sagen, wir nehmen mal ein bekanntes Gesicht. Und zwar nehmen wir Melinda. Mit dem Sportcoupé. Und den Blattreifen. Ja, wobei mir das schon wieder so gar nicht gefällt. Eine übelste Beschleunigung, aber scheint es mir denn da. Oh, wir nehmen. Tempo ist ja richtig grausam, weil Handling ist ja gar nicht mal so schlecht. Ja komm, ich gebe dir die Chance. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, wie das klappt. Oh Gott, wenn ich die Oh nein. Oh, wenn ich das wirklich. Ja, ja komm. Ja komm, wir wollen das. Ich habe irgendwie ein ungutes Gefühl bei dieser Sache, aber okay, wir werden es sehen. Ob mich die gute Melinda enttäuscht oder nicht. Wir werden es sehen. Auf jeden Fall geht es zuerst in die Wolkenstraße. Eine wirklich eklige Strecke. Wobei alle Strecken im Spezialcup sind eklig, aber ja, das geht schon mal gut los auf jeden Fall. Weil viele Gegenden, wo man runterfallen kann, wenn man da nicht aufpasst, geht das schneller als man denkt. Und das vor allem noch in 200 CCM. So, auf jeden Fall geht es zuallererst einmal um diese Geschwindigkeit, die sie da drauf hat. Hier in dieser Wolkenphase hier. Oh Gott. Also Lenkung kann man ja eigentlich total vergessen hiermit. Und das, obwohl das eigentlich ein gutes Handling hatte, das Teil. Und oh, die kriegen gleich schon wieder selber rein. Okay, aber wir halten uns erstmal auf den zweiten Platz, was ja gar nicht mal so schlecht ist. Es gibt da natürlich noch diese Abkürzung, die ich natürlich nicht nehmen will. Hast du ein Problem, Larry? Hast du da ein Problem oder so? Scheint mir ja fast so. Dass du ein Problem hast und warum komme ich nicht über die Kurve? Das regt mich auf. Es regt mich auch. Oh, oh. Boah. Ich glaube, das hätte ich vielleicht doch lieber vergessen sollen. Diese Kombination war vielleicht nicht ganz so eine gute Idee. Vor allem, weil ich überhaupt nicht nach vorwärts komme. Überhaupt nicht nach vorwärts, nach vorne komme. Wie gesagt, die Abkürzung traue ich mich hier nicht, wobei das jetzt ziemlich gut war. Weil wir sind Erster. Wir sind Erster. Also jetzt nur noch das konzentriert hier runterfahren. Nur noch hier runterfahren. Ich nehme jetzt auch extra die hier linke Seite, weil ich glaube, hier auf der linken Seite kann man ein bisschen besser driften. Man ist zwar recht schneller, aber man kann hier hinten auf der linken Seite besser driften. Boah. Bananen habe ich auch erst leider recht spät gesehen. Ich werde natürlich auch nicht die Abkürzung, weil wir haben einen guten Vorsprung eigentlich. Weil jetzt kommt bestimmt doch wieder ein blauer, ne? Wann kommt er denn? Oh, gar nicht mehr. Okay, überrascht mich. Okay. Hätte ich nicht mehr gedacht, dass wir das noch im ersten Platz abschließen, weil das war doch schon ganz schön krass. Puh, also ich werde definitiv nach dieser Runde meine Aufnahmesession beenden. Also das ist wohl klar. Puh, ich werde dann wahrscheinlich fertig sein. Aber okay. Im Übrigen wird es dann auch den ersten Online-Part erst geben, wenn es einen Stream geben wird. Habe ich mir so entschieden, aber den wird es dann erst nächste Woche geben. Den ersten Online-Part werde ich mit einem Stream einläuten. Also da könnt ihr euch dann gespannt sein, das nur mal so zur Info. Vielleicht kommt auch das, ist der Stream auch schon längst gekommen und so. Also das kann natürlich sein, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ihr werdet es auf jeden Fall auf Twitter gesehen haben, gehe ich von aus. Oder beziehungsweise ist er schon da und die Aufnahme ist halt schon längst verfügbar. Gut, aber wir sind bei dieser Strecke angekommen, die ich ziemlich eklig finde. Das ist auch mal nur so, by the way, gesagt.
Weil diese Strecke hier, oh, ich hab die gehasst damals. Wobei das, ja. Man sollte mal gucken, dass man da oben landet, weil das ist definitiv ein einfacher Weg, als hier unten zu fahren. Das ist definitiv ein besserer Weg, wobei ich das jetzt nicht verstanden habe. Man ist auf dem ersten Platz und schmeißt seinen Gretchen weg. Bitte sehr, Katzen Peach. Wenn du schon so blöd bist... Oh, ich sehe schon wieder, was da jetzt schon wieder kommt. Ah, das ist eigentlich typisch bei mir. Ich bin kaum mal 2 Sekunden Erster. Und was kommt natürlich dann direkt? Nicht immer, aber... Das ist natürlich bei mir so typisch, dass wenn ich kaum mal Erster bin, dann kommt natürlich das Teil, ne? Das ist ja klar. Das ist ja klar und das meine ich damit, dass man da oben viel sicherer fahren kann als hier unten. Deshalb war das gerade eben mein Ziel. Oh, aber bisher läuft es tatsächlich doch mal wieder besser als erwartet. Boah. Ich merke auch jetzt erst gerade, dass der Pro-Controller der Switch auch einen ganz schön krassen Vibrationsmotor hat. Also, dass die Switch hier so, also das geht noch. Also langsam geht es mir auf die Nerven. Langsam muss ich ehrlich gestehen, geht es mir auf die Nerven. Das Spiel kann mir auch gleich sagen, dass es nicht will, dass ich Erster werde. Das habe ich dann auch verstanden. Aber dass es selbst trotzdem nichts bringt und die CPUs da trotzdem nichts machen können. Tja, ne? Tja, liebes Spiel, bringt dir wohl doch nichts deine Versuche, mich zu stürzen. Was ich aber echt total überraschend finde, weil diese Kombination ist so abenteuerlich. Naja, gut. Vom Design her passt es ja. Linda mit dem guten Animal Crossing Bike und den Reifen, aber naja, die Werte sind ganz schön gefährlich. Genauso gefährlich wie diese Strecke, wobei die ich vielleicht noch die beste aus diesem Cup finde. Vor allen Dingen das beste Bowser Castle, was es jemals gegeben hat bisher. Weil das einfach mal so genial aufgebaut ist. Gut, so viele Bowser-Strecken gab es jetzt auch nicht, aber beispielsweise, was danach kommt, würde ich schon fast sagen, ist das vom GameCube, weil das war. Ne, vom DS. Vom DS. Weil das war auch noch genial, das vom DS, die Bowser-Strecke vom DS, weil da war das auch richtig cool. Da gab es beispielsweise so eine Rolle, wo man aufpassen muss, dass man nicht runterfällt. Das war cool. Aber ansonsten, ja gut, man könnte die Wii-Version auch nennen, die GameCube-Version. Aber ansonsten, die N64-Version fand ich total langweilig. Ja, und von den GBAS, NES, Strecken muss ich ja wohl nicht reden. Dass die wohl nicht so spektakulär aufgebaut sind, das ist wohl klar. Aber gut, das lag ja auch noch ein bisschen mit der Technik damals zusammen. Aber gut, das ist so zu meiner Meinung an sich. Gut, wir sind immer noch hier und leider... Boah, knappe Kiste mal wieder. Komme ich immer den falschen Weg, wo Bowser gerade mit seiner Faust einschlagen will. Zumindest diese fette Statue. Und das wollte ich eigentlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass jetzt gleich der gute Ratchet kommt. Na gut, aber dafür mache ich sowas selber so einen Blödsinn. Ja, ich sehe schon, da kommt schon die gute Rosaline, die hat mich gleich eingeholt. Einmal, zweimal ein Fehlerchen gemacht und schon ist man, wobei es ist Baby Rosaline, Baby Peach oder ist Baby Rosaline, ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Komm, Melinda, zieh dran. Zieh dran. Ich weiß, dass du das schaffst. Aber was ist denn das schon wieder? Ich krieg nur Münzen hier. Boah, das Spiel meint es echt gut mit mir. Ich krieg nur Münzen und werde trotzdem Erster. Also das ist übel. Puh, aber Melinda überrascht mich auch. Ich hätte es nicht erwartet. Es könnte natürlich auch sein, dass die CPUs natürlich eigentlich ganz schön niedrig angesetzt sind. Das will ich ja nicht bezagen, aber einfach, also beziehungsweise krassesten bisher noch nicht. Aber was nicht ist, kann noch werden. Vor allem in dieser Strecke. Die Rainbow Road von MK8. Und was muss ich sagen? Ich hasse diese Strecke. Ich hasse sie bis zum Umfallen. Es gibt Rainbow Roads, die ich definitiv lieber mag.
Und zwei von diesen Rainbow Roads sind auch in diesem Spiel enthalten. Ich muss sagen, die vom SNES und vor allen Dingen vom N64, die mag ich um Längen mehr als diese hier, weil diese Strecke. Oh nee. Oh nee. Und das liegt jetzt nicht nur wegen dem hier, sondern einfach. Oh nee, ich mag diese Strecke nicht. Ich mag sie nicht. Ich weiß nicht warum eigentlich, aber ich. Haha, nee, irgendwas gefällt mir gar nicht an dieser Strecke. Ich weiß nicht, ob es das ist, dass es so komisch aufgebaut ist. Und ja, ich wusste noch zum Glück diesen Shortcut. Ich wusste noch diesen nice Shortcut. Zum Glück wohl gemerkt. Aber ich weiß nicht. Irgendwas stört mich an der. Ich weiß nicht, sogar was. Ich weiß nicht sogar was, aber irgendwas stört mich auf jeden Fall an der. Ich kann nur nicht beschreiben, was es ist. Oh Gott. Ich glaube, das war zu optimistisch gesehen, da jetzt den lila Booster reinzufeuern. Das war sehr optimistisch. Das war sehr optimistisch. Oh, der Guru. Neues Item übrigens. Ich bin ja noch gar nicht so auf die neuen Items eingegangen. Wow, du hast mir überhaupt nichts gebracht. Sonst habe ich dich engagiert. Auf jeden Fall ein neues Item, mit dem man natürlich was klauen kann. Na, 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 na. Oh, ich werde trotzdem noch getroffen. Einmal ich nicht mit Buschel ab. Ich weiß, das klingt immer so ganz krass bei mir. Als ob das immer bei mir passiert und nie bei den anderen, aber. Von was wurde ich jetzt bitte getroffen? Ich habe eine Green Shell gehabt. Das möchte ich gerne erklärt haben. Wovon ich jetzt bitte getroffen wurde. Man konnte es leider durch den Blooper nicht sehen, aber das. Und wieder lächerlich. Genauso lächerlich wie der vor, wie die Baby Rosalina vor mir einfach mal drei Pilze bekommt. Und ich einfach nur einen. Und jetzt kriege ich auch nur eine Banane, ne? Ja, das muss mir mal einen erklären. Aber gut, mit dem dritten sollte ich auch Erster werden. Ja, okay. Das fand ich jetzt ein bisschen lächerlich, aber das passt natürlich zu dieser Rainbow Road, weil. Was hier abgeht, das ist nicht normal. Das ist absolut nicht normal. Definitiv nicht. Aber gut, wir werden nochmal eine Chance nutzen gleich. Der Part ist mir mit knapp 13 Minuten doch ein bisschen kurz. Und dann kommen Stuff Credits, das bin ich mir gerade nicht sicher. Wobei ich glaube, die Stuff Credits, die werde ich erst am Ende zeigen. Gehe ich mal so von aus. Ich bin mir nicht sicher, kommen sie oder kommen sie nicht. Das werden wir gleich erfahren. Auf jeden Fall nochmal ein neues Fahrzeugteil, das ist schön. Und wie sieht's aus? Kommen Credits? Nein, es kommen keine, okay. Ich dachte irgendwie, die würden kommen, aber wahrscheinlich erst später oder so. Keine Ahnung. Gut, so, wir machen nochmal Zeitfahren. Und diesmal mache ich das mit meiner Kombi, wo ich ein besseres Gefühl habe. Oh, der Eponator! Ui, sehr schick. Das ist sehr cool. Ein richtig geiles Bike, welches aus Zelda kommt. Und dass ich das nehme, sollte wohl klar sein. Weil damit werde ich jetzt diesen Zeitvergeist schlagen. Und zwar um Längen. Ich werde natürlich nicht gegen mich selber da antreten. Weiß noch nicht, ob ich die Punkte kriege, aber wie gesagt, ich mache das so. Da wird der Part wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, könnte es sein. So 16 Minuten anscheinend. Aber der Eponator ist, der ist geil. Ihr seht es ja jetzt schon, wie ich einfach mal so schon schneller bin als der. Ohne eine Münze eingesammelt zu haben und ohne irgendwas anderes. Ohne irgendwas anderes hier. Der ist richtig, richtig cool. Ich werde wahrscheinlich jetzt jede so machen. Bis ich natürlich meine Mega-Kombination habe mit dem Gold-Card. Die ich ja auch aktuell bis zum Schluss im normalen MK8 hatte. Weil mit dieser Kombination bin ich sowas von krass drauf gewesen. Wobei ich hatte auch eine lange Zeit nur ein anderes Karte. Ich weiß nicht mehr was. Wahrscheinlich war es das. Dieses andere Bike da. Das normale Rennbike. Damit war ich auch gar nicht mal eine lange Zeit lang gar nicht mehr so schlecht. Das sind ja diese scharf driftenden Bikes, wo man da halt immer gucken muss, dass man nicht so früh in die Kurven einlenkt.
die Kurven richtig gut zu nehmen hier im Driften. Ja, wobei das war jetzt eher. Naja, ne, naja, aber okay. Wir haben auf jeden Fall einen guten Plus, würde ich sagen. 2 Sekunden auf jeden Fall. 2 Sekunden, kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Ja, schade. Ich dachte, ich krieg noch hin den dritten, aber leider nicht. Um noch mehr Boost zu bekommen. So, mal sehen. Das dürften auf jeden Fall deutlich mehr Zeit plus oder minus sein als neuer Rekord. Ja, genau. Frage ist, reicht das? Ja, das sind 2 Sekunden, die wir diesmal plus haben, also 1 Sekunde mehr. Ja, die laden wir mal hoch. Eigentlich sind andere schon viel besser, aber okay. Ja, natürlich mal wieder nicht. Da muss ich wohl noch ein bisschen mehr üben. Oder beziehungsweise noch bessere Karteile freischalten. Aber okay. Damit bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part von Mario Kart 8 bei den Cups und dann wahrscheinlich auch bald bei Online. Also gut, bis dann und tschüss, euer Jake.